Hallo und herzlich willkommen zu Cake. Aufgrund großer Anfrage gibt es heute ein traditionell jüdisches Brot namens Challahbrot. Falls ihr neu zu meinem Kanal seid und euch diese Art von Videos gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr am Ende abonniert und mich mit einem Like hier unterstützt. Beginnen wir mit dem Rezept. Ich nutze eine Packung Trockenhefe und 625 ml lauwarmes Wasser. Hier gebe ich 4 Esslöffel Honig und 3 Eier dazu. Circa 30 Gramm vegane Butter stelle ich kurz in die Mikrowelle oder alternativ könnt ihr auch Pflanzenöl verwenden. Ein Esslöffel Salz und jetzt die geschmolzene Butter, die noch ein wenig zu heiß ist, deswegen kühle ich es kurz ab und gebe es dann zu den Zutaten. Diese lasse ich kurz zusammenrühren und wechsle dann von einem Schneebesen zu einem Knethaken. Dann gebe ich hier nach und nach ca. 1 Kilogramm Mehl hinzu und lasse es für 3 bis 4 Minuten insgesamt in der Maschine kneten. Das Brot knete ich noch kurz per Hand und lege es dann in eine große Schüssel und stelle die Schüssel in einen warmen Ort für ca. 2 bis 3 Stunden. Der Teig hat sich in dieser Zeit in Volumen verdoppelt. Den Teig teile ich jetzt auf, eins ein wenig größer als das andere, und dann gerne nochmal für 2 Minuten kneten und wieder für 30 Minuten gehen lassen. Den kleineren Brotteig teile ich jetzt in 3 Stück und forme 3 Brotsträhne. Die flechte ich dann ganz normal. Den größeren Brotteig flechte ich auch, aber diesmal mit 4 Strähnen. Beide Brote werden jetzt auf Backpapier gelegt und in der Zwischenzeit wärme ich schon mal meinen Ofen vor auf 180 Grad. Bevor ich sie reinstelle, streiche ich sie noch mit einem Ei ein und verteile Zuckerkristalle auf eins der Brote. Jetzt gehen sie für ca. 35 bis 40 Minuten in den Ofen und sehen dann so aus. Und fertig ist mein traditionell jüdisches Challahbrot. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Über euren Feedback würde ich mich überfreuen. Danke fürs Zuschauen und bis bald.